Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 2. Achso, ich habe hier drin gewollt. Ich habe einen kleinen Platz gefunden, wo ich mich niedergelassen habe. Ist sehr schön. Besonders wichtig für mich war da hinten. Ich wollte zuerst mich direkt wieder bei dem Altar niederlassen. Und habe mir gedacht so, oh nee, diesmal nicht. Bin also einmal hier rüber gehüpft. Was übrigens sehr anstrengend war. Hab dann hier ich nenne es mal Plateau gefunden. Wo ich mich jetzt niedergelassen habe, wo ich dann mich hier häuslich niederlassen werde. Hab hier einmal, ups, wir laufen mal ein bisschen schneller. Was war das denn für ein Geräusch? Hier schon mal vorbereitet für den Downway, das muss nachher alles weg. Also es wird nachher alles auf dieses Level angepasst. Hab hier einmal komplett durchgebohrt bis zur anderen Seite, so dass wir dann auch genügend Platz haben für anschließende Räume und so eine Geschichten. Fand ich ganz cool. Dann hier ist eine riesen Ölquelle. Keine Ahnung, ob wir die jemals antappen werden. Aber hier geht's dann halt runter in so da hinten so in so ein Sprucewood Forest. Mal gucken, was wir so auf die Seite machen. Fand ich ganz schön. Also es ist hier so ein bisschen Ausblick auf den Wald. Okay, das da ist nicht so toll. Aber ist halt ganz schön hier so ein bisschen am Berghang entlang und so eine Geschichte. Da kann man bestimmt einiges machen. Da hinten ist ein Silver Lock. Hier so ein Greatwood Lock. Baum. Dann habe ich hier, wie ihr beim Vorbeilaufen wahrscheinlich schon gesehen habt, hier mal schon das Portal in die Mining-Welt gebaut. Ich habe mir die Mod jetzt doch reingezogen. Einfach in Ruhe farmen gehen zu können. Hier muss ich nochmal gucken, hier oben mit Bienen wird hier wahrscheinlich nicht so viel werden, weil außer diese Wintery Bees und so weiter und so fort wird das nichts. Ist Gendis Tree drin? Gleich mal gucken. Okay, ist doch nicht so schlimm, weil Gendis Tree ist weg. Sehr schön. Hab dann hier schon mal so 2-3 Bäume geholzt, aber wir gehen jetzt auf eine kleine Wanderung. Ich habe auf dem Weg ja ein paar, also wir brauchen noch ein bisschen Kohle, muss ich noch mitnehmen. Nehmen wir mal ein bisschen Kohle noch mit. Habe ich ja ein paar Häuser gefunden und da funktionieren ja. Ich brauche doch eine Stein. Ich brauche eine Eisenbrücke. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Was hat Black Quartz nochmal? Ne, Black Quartz hat Diamond, ne? Dann kann ich mir eine Black Quartz Picke machen. So. Weil wir gehen in die Dörfer. Erstmal von hier aus können wir weiter spreaden. Dann hier in der Nähe war, glaube ich, irgendwo. Also hier oben sind wir. Es ist der Weg, bin ich gelaufen hier. Es war ganz schön anstrengend. Irgendwo war hier ein Darkwood Forest. Hier ist einer. Das hier sieht auch aus wie einer. Wenn wir hier durchlaufen, müssen wir hier in den Darkwood reinkommen. Also der Plan für heute ist ein bisschen zu erkunden, verschiedene Baumtypen zu kriegen. Aber zuerst gehen wir hier in dieses kleine Schneckehäuschen rein. Das von Actually Editions. Das benötige ich nämlich für Tinker's Construct. Weil wir haben ja hier die Möglichkeit, ohne zu bauen, das ist doch bloß der Block of Coal. Ne, den will ich nicht. Ohne zu bauen haben wir die Möglichkeit, hier umzuwandeln. Und das machen wir jetzt mit dem Eisen auch. Weil ich will nämlich unser erstes, hat er noch Kohle drin, ne? Ach, der hat sogar noch Kohle drin, sehr gut. Also hier können wir dann immer hingehen, oder kann ich immer hingehen, wenn ich noch was brauche. Zerschlagen können wir hier nichts, es ist alles spawn-protected sozusagen. Aber wir haben jetzt Inori und damit kann ich dann schon ein paar, ja, ein
paar Teile machen. Achso, ich habe übrigens unterwegs auch noch ein paar, paar von The Ender gefunden. Oh, mein Sound schmiert gerade. Ja, da ist er wieder. Was mir aufgefallen ist. Das ist wieder sehr... Das... Oh, eine Steelpicke sogar. Die Kisten sind verbuggt. Sprich, ich weiß nicht, ob ich den auf dem anderen Haus mitgenommen habe. Iron Rod, Nickel Nugget, Steel Shovel. Sprich, die können, kann durchaus sein, dass wenn ihr da irgendwas reinlegt, dass das verschwindet. Das ist mir aufgefallen. Also was wir noch machen werden, ist, wenn wir unterwegs sind, ist Clay und Sand farmen für die Smeltery und auch für den Kochofen. Wir wollten in diese Richtung wissen. Wenn ihr ja da oben Richtung. Okay, alles klar. Davon habe ich die Setzlinge schon. Spruce habe ich auch. Primär bin ich gerade auf der Suche nach Birke, also Birch und Dark Oak. Wenn uns noch irgendwelche Forestry-Dinger über den Weg laufen, sage ich nicht nein. Oder Kühe für Leder. Wieso packe ich eigentlich nicht The Ender aus? Ich hab doch The Ender dabei. Da ist er. Sprich, wir werden heute mal ein bisschen durch die Gegend laufen und mal gucken, was so. Hab ich Scoops dabei? Nee, hab ich nicht. Dann lassen wir die Bienchen. Lassen wir die Bienchen in Ruhe. Sehr schön. Ja, und wie gesagt, halt primär jetzt dafür, dass ich dann nächste Folge mit euch dann mit. Hier ist Birch mit. Mit Tinker's Construct anfangen kann. Also die Waffen, die Geräte für Tinker's Construct bauen. So, das sollte reichen, wenn wir schon mal hier sind. Sehr gut. Wie viele Birch-Saplinge haben wir jetzt? 6. Was ist das? Maplewood Natura. Nehmen wir auch mit. Wollen wir gleich auch noch Silverwood mitnehmen, wo wir hier gerade daneben stehen? Ja, ne, wenn wir schon mal da sind. Ups. Muss ich die weghauen. Gucken, ob wir die Silverwood Sapling kriegen. Die sind nämlich sehr, sehr rar. Nö, leider nicht. Schade. Gut. Probieren kann man es immer. Wir müssen gleich in die Richtung. Ja, es ist halt jetzt wieder der Anfang von Minecraft, ist halt wieder so ein bisschen so viel rumlaufen, viel minern. Also ich nicht, dass ich schon viel gemeinert hätte. Was mir allerdings aufgefallen ist, wir haben ja wir haben kein Nuclear Craft drin. Echt nicht? Ich dachte, wir hätten Nuclear Craft im Pack. Eine Mod, die ich auf dem Bildschirm haben muss, oder die ich mal auf dem Plan haben muss, dass ich die noch vielleicht nachbaue. Weil damit wollte ich nämlich wirklich rumspielen. Ne, wir haben bloß den Nuke von Industrial Craft 2. Ach nee, das war bei MC Eternal, wo das drin war. Ne? Schade. Aber könnte man ja theoretisch könnte man das ja hinterher schieben. Ein bisschen Britannia-Blümchen. Obwohl die ja auch nicht mehr so schwer heranzukommen sind. Man dachte, wenn man weiß, wie das läuft, wie man die bauen kann. Gehen wir mal hier ein bisschen in das Magical Forest. In den Magical Forest, den ich das. Gucken, ob wir einen Spinnbaum finden. Oh, Schäfchen. Und besonders scharf bin ich hier im Magical Forest, bin ich auf die da. Weil da kann ich nämlich dann, kann man ja direkt Mending draus machen. Das ist immer ganz cool. Äh,
The Finger Tingle a Little. Achso, weil das Autofokus ist. Und ich habe natürlich nichts dabei zum Schlafen, ne? Ich trottel. Wartet mal, hab ich. Wartet mal, ich hab hier einen Schafe gesehen. Moment. Schafe. Da. Afro-Zirkus. So, hätten wir das Problem abgelöst. Strange Dreams, ja, das ist die Geschichte von... Hoppa. Ich höre da was. Monster Hunter. So, gucken wir mal kurz rein. Den brauchen wir nicht mehr. Dann das... Ups. Das Bett kann eigentlich in der Tasche. Ja, okay, gut. Weiter geht's. Oh, Blümchen. Wenn wir noch mehr Schafe finden, können wir mal gucken, dass wir uns schon mal den die Flower Pouch machen von Botania. Aber dazu brauchen wir ein paar mehr Schäfchen. Vorne primär böse Jungs auf der Karte zu sehen. Aber irgendwo unter uns, das ist nicht so wild. Hier unten im Loch drin wahrscheinlich. Aber jetzt mit Nuclear Craft, das ist mir gerade ein bisschen... das könnte ich ja mal... Könnte man ja mal nachschieben, ne? Weil wir werden das Pack garantiert, oder ich werde das Pack garantiert ein bisschen länger spielen. Der Server ist für 3 Monate bezahlt. Gab es ein Sonderangebot. Diesmal nicht bei Nitrado, sondern bei Zap. Da hinten sehe ich... Ne, das sind normale Tulips. So, wir gucken nochmal auf die Karte. Und dann müssen wir jetzt nach... So, wir müssen hier das Biom durchbrechen. Okay. Guti. Da sollte dann ein Darkwood Forest sein. Könnte man ja mal echt überlegen, ob man nicht Nuclear Craft noch reinmacht, ne? Weil gerade in Verbindung mit Draconic Evolution, mit dem riesen Speicher, den man da hat. Aber da müsste ich wahrscheinlich neu anfangen. Oder mich ganz weit weg teleportieren wegen den Nuclear Wastelands bzw. den Ressourcen. Jetzt nicht unbedingt ein Fan von. Aber das könnten wir durchaus tun. Ich habe leider keine Äpfel dabei, um euch zu sehen. Tut mir leid. Hier unten geht es direkt los. Auf der Seite vom Bach sogar schon. Gesehen. Wie gesagt, die hier mitnehmen. Und das war die erste Picke. Hatte ich noch eine mit? Ja, die da. So, die halt immer schön mitnehmen. Ist immer ganz praktisch, wenn man dann sofort Mending drauf machen kann. Ich glaube, das werde ich aber tun. Ich glaube, ich werde zwischen den Folgen jetzt dann auf Nuclear Craft installieren. Also ich werde nicht den Server neu starten, sondern ich werde... ich werde wahrscheinlich einfach nur ein bisschen weiter wegspringen, um halt die... Also was ich neu laden werde, ist die Mining-Welt. Die muss dann natürlich neu gemacht werden. Die Mining-Welt muss neu gemacht werden, weil ansonsten kein Uranium gelauncht wird oder eingespeist wird. Hier ein bisschen Platz. Ja, ist ja gut, hör auf zu ziehen.
können wir das Wood hier mal reinlegen. Dark Oak, Dark Oak. Gut, dann können wir noch ein bisschen Dark Oak mitnehmen, bis die Axt zerbricht. Wie gesagt, primär geht. Oh, das war. Das war nicht nett. Ja, und ich weiß nicht, ob ich so eine. Ich habe jetzt bei die erste Folge gerade so nach dem Rendern angeguckt. Aber ich werde, ich weiß nicht, ob es da. Kann mich nicht daran erinnern, dass ich, weil ich dann immer ein bisschen durchskippe. Ich werde, wenn wir mit Thorncraft anfangen sollten, werde ich mir das Tomonomicum reinschicken. Das soll euch bewusst sein. Da werde ich auch keinen Hehl drum machen. Weil, ansonsten verbringe ich wieder Stunden mit dem Erforschen. Und ja, das ist, auch wenn es ein integraler Teil des Spiels ist, oder der Mod ist nicht des Spiels, integraler Teil der Mod ist, habe ich das mittlerweile so oft gemacht, dass ich da ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf habe. So, ich glaube, das war's dann auch schon. Dann, T/Home. Ich hab den Home-Punkt gesetzt, deswegen ist das nicht so wild. Dann gehen wir mal ein bisschen was wegsortieren. Hier kommen die Setzlinge rein. Hatte ich für Botania schon eine Kiste? Ich glaube nicht. Ne? Na gut, dann kann Botania hier mit rein. So, hier mit rein. Hier ist so der miscellaneous Zeug. Top. Das Holz. Legen wir mal hier rein. Kommt zu den Baustoffen. Einen lassen wir mal drinnen. Der kann komplett raus. Dann das Holz und. Ja, doch hier. Doch hier. Zack, zack. Weg damit. Golden Raspberry kommt hier so in die Kiste rein. Das ist so miscellaneous Food und so weiter und so fort. So eine Food-Geschichte ist das. Da haben wir noch ein bisschen Holz. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir ein bisschen. Wichtig waren ja die Setzlinge. Ne? So, dann haben wir ja unsere Inori Crystals. Achso, das kann auch erstmal alles raus. Das kann drinnen bleiben, das kann drinnen bleiben, das kann raus. Inori raus, das raus, das raus. Für unterwegs, das Bett ist wichtig. Wir setzen mal den Spawnpunkt wieder, sonst lande ich wieder am Spawn. Das wäre nicht so toll. Hier kommt unser miscellaneous Zeug rein. Zack, zack. Zack, zack, treated sticks, obwohl die kann man, glaube ich, kann ich daraus, habe ich noch treated wood? Habe ich noch reinrassiges treated wood? Ich glaube nicht. Aber ich habe, wartet mal, den, war das so, oder war das mit Holz? Wie gesagt, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Treated Wood Planks. Kann ich daraus jetzt Teile bauen? Was hatten die? Modifier 1, Durability, Mining Level, Mining Speed. Okay, es würde theoretisch gehen. Na gut. So, kommt hier trotzdem erstmal alles rein. Inori Crystals und die paar Zertus, die ich gefunden habe, die brauche ich jetzt. Zertus. Dann habe ich hier schon vorbereitet die Dinger. Dann aus den Zertus-Kristallen machen wir die Bindings. Aus dem Inori machen wir die Toolköpfe. Weil Inori hat schon, hier, wie ihr seht, hat schon Mining Level Obsidian. Da brauche ich keine Diamanten für.
Und dann machen wir uns aus den restlichen Inoris, machen wir uns noch Sharpstones. Sharpening Stones, so rum. So, dich, dich und dich. Dann dich, dich und fertig. Und dich und fertig. So. Wie ihr seht, Mining XP ist auch drin. Hier Armor Station, Tinkers Armorer ist auch drin. Wir haben 737. Mining Speed 7, Attack von 6,2. Ich habe etliches an Reparaturmaterial dabei. Etliches, oh Gott, mein Deutsch ist heute echt wieder grandios, möchte ich sagen. Grandios. Dann werde ich jetzt, da wir in der Mining-Welt keine Mobs haben, die Iron Rods, die lege ich auch mal mit hier oben rein. Da wir in der Mining-Welt keine Mobs haben, brauche ich das Ender nicht. Beziehungsweise, nein, das ist falsch. Wir haben Mobs in der Mining-Welt oder potenziell Mobs in der Mining-Welt. Allerdings nur Mobs, die durch Spawner gespawnt werden. Das heißt in Mineshafts oder sowas. Die Mobs sind dabei. Ich werde jetzt Nuclear Craft noch installieren, resette dann die Mining-Welt und baue mich wieder ganz nach unten. Bis später, Freunde. Bye, bye.